looking for trouble? You came to the right place. Heute geht's ran an eine Fastfood-Kette. Ich glaube, jeder kennt McDonald's, dazu muss ich nicht viel sagen. Von daher, ich weiß, ist zwar ungesund, trotzdem wollen wir es bauen. Von daher, Block in die Hand, auf geht's. Heute geht's dann erstmal los, dass wir uns ein bisschen roten Beton rausholen, dann glatte Quarztreppen, davon nochmal die Stufen, dann noch ein bisschen grauer Beton, gelber Beton, dann ein bisschen normalen Stein, davon dann nochmal die Stufen, dann holen wir uns noch polierte schwarzen Stufen raus und dann ein paar Andesitstufen. Wie immer geht's an unseren Grund zuerst ran, das heißt, wir schnappen unseren roten Beton und ziehen uns jetzt erstmal ein schönes Viereck hin. Das heißt, auf der Vorderfront machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke. Ziehen wir uns erstmal gerade hin. An den Seiten setzen wir jeweils noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. Also Seiten 15. Vorder- wie Hinterfront 17 Blöcke lang und dann können wir natürlich hier den Rest noch einmal hier zack mit jeder Seite verbinden und wenn wir das dann soweit haben, können wir das Ganze jetzt auch hochsetzen und zwar wollen wir das auf eine Höhe von 8 Blöcke machen. Der unterste, den haben wir schon gesetzt, können wir aber gleich mal mitzählen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, dann können wir erstmal das ganze Viereck so ausfüllen. Sobald wir 8 Blöcke insgesamt jetzt hier das uns hochgezogen haben, können wir jetzt erstmal unsere Stufen nehmen von unserem Quarz und können hier oben drauf einfach eine Stufenschicht hier einfach mal an den Seiten langziehen. Das ziehen wir natürlich hier einmal ringsrum. Und sobald wir unsere Stufen drauf haben, geht es weiter mit unseren Treppen davon. Wir lassen jetzt darunter einfach mal zweimal roten Beton Platz und können diese Reihe hier einfach mal ringsrum einfach weghauen. Die schlagen wir uns einfach mal weg. Und können da dann ganz einfach unsere Treppen einmal rein platzieren. Die wollen wir natürlich einmal so umgedreht uns hier einmal reinsetzen und können uns das Ganze hier auch wieder einmal ringsrum setzen. Sobald wir unsere Treppen dann auch einmal da rein platziert haben, geht es immer noch weiter mit unseren Treppen. Und zwar gehen wir jetzt einmal auf der Vorderseite. Die Vorderseite ist die Seite, wo wir 17 Blöcke haben. Da gehen wir einmal in den Seiten, lassen eine Blockreihe Platz und ich würde mal sagen, dann schlagen wir darunter drei weg. Dann setzen wir die Treppen umgedreht einfach so nach vorne weg. Gleiches Spiel nochmal hier auf der anderen Seite. Zack, 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 dreimal die Treppe hin. Und wenn wir das haben, können wir jetzt schon mal auf die Rückseite gehen. Bei den Rückseiten lassen wir auch wieder eine Reihe Platz und setzen dann oder schlagen dann hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke an den Seiten hier mal weg. Die erste Treppe setzen wir mit dem Rücken so an. Die anderen, die können wir einfach so ganz normal wieder reinsetzen. So, hier hinten auf der Rückseite können wir das Ganze mal freihauen. Und hier auf der anderen Seite schlagen wir auch 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Blöcke weg. So, nicht vergessen, den Rücken hier an die Wand und dann hier den Rest ganz normal einmal ringsrum platzieren. Wenn wir das Ganze soweit haben, geht es jetzt erstmal weiter mit unserem grauen Beton. Und zwar wollen wir jetzt den einmal hier oben auf der Innenseite von unseren Quarzstufen einmal platzieren. Sobald wir den Beton oben in der Mitte hier einmal platziert haben, setzen wir nochmal davon, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite noch 1, 2, 3, 4, 5 mal diesen Beton hin. Gleich spielen natürlich hier synchron auf der anderen Seite und den Rest hinten lassen wir auf einer Höhe erstmal. So, jetzt geht es weiter, dass wir mal unseren gelben Beton nehmen und zwar wollen wir unsere zwei Ringe machen von unseren M von McDonald's und zwar hier vorne bei unserem Gebäude setzen wir schräg davon einfach mal zwei gelbe Betonblöcke und dann nach hinten weg lassen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke Platz und setzen dann nochmal zwei hin. So, da können wir dann drauf nochmal drei weitere Blöcke setzen. Wir machen das am besten immer synchron, so kommen wir immer gut voran. Ne, dann machen wir auf beiden Seiten 3, danach biegen wir einmal nach vorne ab und setzen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. Hier auch nochmal, zack, einer vorne, also 1, 2, 3, 4 und 5. So, jetzt geht es wieder einmal nach vorne, das heißt 1, 2, 3, 4 Blöcke setzen wir jetzt hin und noch einmal, also 1, 2, 3 und 4. Sind wir jetzt so weit angekommen, können wir das Ganze wie so eine Brücke miteinander verbinden. Das heißt, wir setzen da einfach so ein Zweier ran, nochmal so ein Zweier, hier auch nochmal ein Zweier und blub, Block in der Mitte hin und fertig ist unser Bogen. Das gleiche Spiel wollen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite machen. Das heißt einfach hier, vorne an unserem Gebäude setzen wir zwei hin, lassen 9 Blöcke dazwischen Platz und setzen uns hier wieder so ein Zwei hin. Nochmal drei rauf, einer vorne hin, die machen wir insgesamt auf einer 5er Höhe und ziehen das mal auf der anderen Seite nach. Zack, einer vorne, 5er Höhe, wieder einer vorne und die machen wir auf eine 4er Höhe. Zack, und wenn wir das auf beiden Seiten haben, müssen wir nur noch unseren Bogen hier so ein bisschen basteln. Zack, zack und zack. So. Nächster Schritt wäre jetzt, dass wir unten mal unsere Fenster und Türen und so ein bisschen schon platzieren. Jetzt geht es rein an unseren Stein. Wir beginnen auf der Vorderseite. Und zwar können wir haben ja hier unsere Quarztreppe, diesen Bereich dazwischen, einfach mal freihauen.
Nach unten geht's auch. Zack, 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 zack. Können wir hier einfach mal... Ah, nicht alles. Nur was jetzt hier dazwischen ist, hauen wir mal einfach mal frei. Und setzen einfach mal unsere Steinblöcke hier erstmal an den Seiten einmal hin. Können wir auf beiden Seiten machen. Danach lassen wir zwei Blöcke Platz und setzen wieder so eine Steinsäule hin. So, auf beiden Seiten immer gleich. Jetzt geht es an unsere Stufen ran. Die platzieren wir einmal unten wie oben an den Seiten. Und nochmal in der Mitte, nochmal darüber. So. Und dann würde ich sagen, setzen wir noch in der Mitte nochmal 1, 2, 3 weitere Blöcke hin. Und lassen das erstmal so. Sobald wir das auf der Vorderseite haben, geht es daran, dass wir noch an den Seiten uns auch noch ein paar Fenster uns setzen. Wir schnappen unsere Steinblöcke. Und zwar lassen wir jetzt hier vorne in der Ecke eine Reihe unten Platz, eine Reihe an der Seite Platz und schlagen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke weg. Und ich erweitere das noch um einen weiteren, um einen 9. Block. So, das Ganze können wir jetzt auf eine insgesamte Dreierhöhe uns hier einmal platzieren. Wir fliegen da am besten einmal auf die Innenseite rein. Können wir vielleicht ein bisschen uns das besser dann platzieren. Gleich spielt dann natürlich auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach hier gleich in der Wand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke hier mal weghauen. Auch hier wieder, zack, Dreierhöhe. Die beiden Fenster sind komplett synchron. Also was wir auf der einen Seite machen, können wir auch auf der anderen Seite machen. So, wir platzieren einfach mal an den Seiten erstmal wie immer unsere Steinblöcke hin. Dann suchen wir einmal die Mitte raus und setzen hier auch nochmal unsere Steinblöcke hin. Und können danach unten wie oben noch unsere Stufen platzieren und haben unsere Fenster damit denn auch fertig. So, andere Seite ist auch platziert. Jetzt geht's weiter, dass wir uns jetzt schon langsam damit ranmachen, unser Dach uns raufzusetzen. Und das Dach ist ein bisschen tricky, von daher habe ich mir jetzt hier mal so eine Hilfelinie mal gezogen, damit ich so ein bisschen weiß, wie das dann auch hier am Ende wirkt. So, wir beginnen einfach mal ganz stumpf hier auf der Vorderseite. Wir fangen ganz einfach hier auf unseren grauen Beton an. Und zwar möchte ich mir das Ganze auch ein bisschen überstehen lassen, nach vorne weg. Und zwar machen wir das Ganze drei Blöcke oder drei Stufen so weit nach vorne weg mit unserem Stein. So, dann können wir, obwohl, wie wäre es am besten, ich glaube ein bisschen anders, und zwar, wir machen es nochmal ein bisschen anders, und zwar, wir fangen hier einfach an, bei unseren Bogen, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und zwar, wir setzen hier einfach, würde ich es auf der Höhe von unserem grauen Beton hier einfach mal an, achten darauf, dass wir das Ganze so drei Stufen überstehen lassen, dann können wir das hier einfach mal rüberziehen, bis wir hier nicht mehr weiterkommen, und dann können wir das Ganze ein bisschen dicker bauen. Zack. So, und damit wir erstmal nicht durcheinander kommen, machen wir Massenarbeit. Also dieses Dach, wie wir das haben, können wir jetzt einmal bis zur anderen Seite ziehen. Wir machen es natürlich dann auch so doppelt dick. Ne? Und können das dann auch, würde ich mal sagen, erstmal auf die gleiche Länge ziehen wie jetzt hier. Also bis zu unserem Bogen können wir das erstmal machen. Und ich würde mal sagen, wir gehen nicht weiter rein. Also ihr überschreitet nicht unseren grauen Beton. Also weiter rein geht ihr nicht. Einfach nur, sag ich mal, denn hier die Fläche füllen wir dann einfach mal aus. Natürlich auch vorne lassen wir es einmal überstehen und die andere Seite gleich mit. Haben wir denn unsere erste Platte raufgesetzt, geht es gleich an die nächste Platte weiter. Die ist jetzt ein bisschen einfacher und zwar müssen wir nicht doppelt hier Stufen übereinander setzen, sondern einfach nur Steinböcke. Das heißt einfach, wir fliegen jetzt hier zu unserem grauen Beton und setzen dahinter jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal unseren Steinblock ran. So, den Steinblock können wir dann hier auch erstmal weiterziehen, hier wie unser M ist. Oder unser Bogen ist hier, den wir haben. Einfach so erstmal nach vorne weg. Und gleich spielen nochmal hier auf der anderen Seite. Jetzt nicht wundern, warum ich hier, zack, sag ich mal, meine Stufen genommen habe. Also auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal unseren Block ran. Und den können wir dann hier auch noch zur Seite so leicht überstehen lassen. Das ziehen wir noch später ein bisschen weiter. Aber jetzt geht es dann weiter wieder mit der nächsten Platte. Und da brauchen wir wieder einfach unsere Stufen. Das heißt, wir setzen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mal unsere Stufen ran. Auch hier wieder zur Seite so erstmal leicht überstehen lassen. Und das Ganze machen wir hier auch wieder ein bisschen dicker. Jetzt können wir natürlich auf unseren Quarzstufen nicht setzen. Ist nicht so schlimm. Das machen wir einfach nur hier an den Seiten. Sieht man ja sowieso nicht. Ne? So, das haben wir also an den Seiten gemacht. Und können das Ganze dann natürlich auch nochmal auf der anderen Seite machen. Hier habe ich natürlich schon meine 5 Stufen hier einmal platziert. Und lasse sie mir hier auch wieder so, zack, einmal unten überstehen oder einmal dicker machen. Ne, einmal dicker machen ist besser. Wir können das Ganze auch einmal, sage ich mal, hier noch ein bisschen mehr nach vorne so ein bisschen verdicken. Das ist dann doch ein bisschen stabiler. Machen wir natürlich auf beiden Seiten. So, das wirkt doch ein bisschen besser. Wenn wir denn die dritte Platte jetzt auch fertig haben, geht es jetzt an die letzte Platte ran. Da würde ich mal sagen, setzen wir noch 1, 2, 3 mal weitere Stufen einfach mal hier an unsere Quarzstufen ran. Und können dann hier hinten erstmal die Platte dann hier einmal so zuziehen. Und das ist aber dann nicht alles, sondern da setzen wir dann natürlich auch noch eine weitere Stufe rauf. Zack. Und dann können wir das Ganze hier, wie gesagt, dreimal nach hinten überstehen lassen.
Ich würde mal sagen, wenn wir das überstehen gelassen haben, können wir hier hinten noch die letzte Stufenreihe hier oben auch nochmal zur Seite ziehen. So, genau. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter, dass wir jetzt so langsam schon das Dach in der Mitte ausfüllen. Und zwar schlagen wir nochmal hier eine Reihe weg. Und zwar diese Steinreihe, die wir vielleicht auf unseren grauen Beton gesetzt haben, die müssen wir nochmal weghauen. Und setzen da jetzt einfach mal unsere schwarzen Steinstufen einfach mal hin. Und die können wir jetzt einmal ringsrum ziehen. Immer jetzt hier oben an der obersten Schicht, dam, 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 setzen wir unsere schwarzen Steinstufen hin. Die können wir hier auch wieder einmal ringsrum setzen. Zu guter Letzt bleibt dann natürlich nur noch unsere Andesitstufen übrig. Damit wollen wir natürlich jetzt hier einmal die Mitte noch ausfüllen, komplett. Auch wieder hier Etappe für Etappe. Jetzt müssen wir einmal hier auf der Rückseite die letzte graue Betonreihe nochmal hier weghauen. Keine Angst, die sieht man ja sowieso nicht mehr von außen. Da haben wir, sag ich mal, jetzt hier unser Dach. Das heißt, da sieht man nichts. Und können jetzt ganz entspannt und lässig hier einfach unsere Stufen hinsetzen und lassen die, sag ich mal, so eine Stufenreihe natürlich so unterstehen, wie, sag ich mal, jetzt hier unsere anderen Stufen sind. Und dann macht ihr ja auch Etappe für Etappe euch das hier einfach mal bis nach oben hin. So. In etwa und könnt euch dann hier die Fläche noch ausfüllen. Sobald wir die Fläche oben in der Mitte im Dach ausgefüllt haben, können wir das Blockmaterial wegtun und holen uns mal ein neues raus. Denn weiter geht es ganz einfach gesagt mit ein paar Steinziegelmauern, denn davon nochmal die Treppen, dann holen wir uns auch ein bisschen türkises Glas raus, am besten die Glasscheiben. Dann natürlich noch polierte Andesit-Treppen und glatte Steinstufen. Dann wollen wir uns auf die Rückseite von unserem McDonald's begeben und zwar wollen wir uns ein paar Drive-In-Schalter uns basteln. Da lassen wir auf der Rückseite hier einfach mal an der Seite drei Blöcke Platz, nehmen uns unsere Mauern raus, setzen hier drei hin, lassen dann nochmal zwei Blöcke dazwischen Platz, nochmal unsere Mauern hin, dann nehmen wir mal unsere steinzige Treppen, die können wir jetzt hier umgedreht mal so uns platzieren, dass sie sich gegenseitig angucken. Denn wer möchte, kann jetzt schon hier mal vier Blöcke mal weghauen, unsere Glasscheiben dann hier einfach mal gleich mal rein platzieren. Ihr seht auch, die verbinden sich so richtig schön mit den Mauern. Und danach können wir hier noch auf unseren Drive-In-Schalter natürlich noch ein Dach aufsetzen. Einfach mal unsere Treppen an den Seiten hin, darüber nochmal zwei umgedrehte und darauf dann nochmal zwei glatte Steinstufen. Und fertig, unser Drive-In-Schalter. Ihr könnt natürlich hier noch so ein Fenster aufmachen, wenn ihr wollt, oder das ist zu, wie ihr möchtet. So, das wollen wir natürlich noch ein zweites Mal machen. Ihr kennt es, manchmal ist viel los bei McDonald's, von daher brauchen wir zwei Drive-In-Schalter. Auch auf der anderen Seite einfach drei Blöcke Platz lassen, unsere Mauern erstmal an den Seiten hin. Zack, Treppen setzen wir unten hin. Dann können wir gleich schon mal unser Fenster hier einmal freihauen. So, unsere Glasscheiben müssen natürlich einmal platziert werden. Und dann setzen wir hier auch nochmal unser Dach rauf. Auf den Drive-In-Schalter. Und fertig ist es auch hier. Zu guter Letzt holen wir uns noch ein paar Türchen raus. Ich empfehle euch mal die Eisentüren, denn holen wir uns noch ein paar Steintreppen raus. Denn eine Steindruckplatte. Ich würde euch sagen, nehmt mal das Glas, was ihr jetzt auch hinten mal den Drive-In-Schalter verwendet habt. Ich habe jetzt türkises Glas genommen, von daher nehme ich jetzt auch hier wieder türkis. Dann hole ich mir ein paar Neritblöcke raus, dann ein paar Schienen und ein paar steinzige Mauern und Stufen nochmal. Vorallererst wollen wir uns hier einmal unsere Vordertür mal reinsetzen. Das heißt einfach, wir schnappen unsere Eisentüren und platzieren die einfach mal vorne rein. Natürlich möchten wir auch reingehen, von daher nehmen wir uns noch ein paar Druckplatten und können sie damit aufmachen. Über unseren Türen setzen wir nochmal zwei umgedrehte Steintreppen hin. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt mal unsere ganzen Glasblöcke nehmen, fliegen mal auf die Innenseite von unser Lokal und können hier einfach mal, ihr kennt es ja, wie immer hier, einfach mal alles zack, zack, zack. War gleich mal so frech und habe mir das Ganze verkleidet. Falls der eine oder andere sich das natürlich nicht einrichten möchte, empfehle ich dir das jetzt auch. Einfach ein paar bunte Blöcke noch dahinter, am besten schwarze oder blaue Betonblöcke. Machen sie immer gut, wenn ihr es nur als Deko euch platzieren wollt. Man kann es natürlich auch einrichten, wir wissen es. Aber jetzt wollen wir natürlich noch einmal auf das Dach rauf. Und zwar wollen wir uns hier noch ein paar Lüftungsanlagen und solche Pipapo-Sachen noch platzieren. Wir nehmen uns mal unsere Neritblöcke raus. Wir fangen hier hinten einfach mal auf der Seite an. Und dann setze ich mir einfach mal hier so ein bisschen so einen kleinen Kasten hin. Einfach mit den Blöcken hier schlage ich mir das Ganze mal rein. Sollte vielleicht auch so ein bisschen überstehen. Das sieht immer ein bisschen besser aus. Und machen wir mit den Schienen hier einfach so ein paar, ja, Ventilatoren hin, die das Ganze so ein bisschen durchlüften. Bei der Hitze heutzutage brauchen wir das auch. So, hier einfach nochmal eine setze ich mir rein und dann würde ich sagen, darüber mache ich mir noch eine. Natürlich müssen wir darauf dann auch nochmal ein paar Schienen uns hier einfach mal platzieren. So, und dann haben wir hier unsere Ventilatoren schon fertig. Und wer möchte, kann sich noch vielleicht noch ein paar Schornsteine sich platzieren, wenn man möchte. Ne, damit die vielleicht auch noch so das Ganze ein bisschen durchlüften. Zack, einfach die Mauern drauf und fertig. Aber eine Sache fehlt noch auf unserem McDonald's und zwar natürlich noch die Schrift.
Falls du natürlich jetzt nicht weißt, wie man sich irgendwelche Buchstaben jetzt hiervon craften sollte, schau mal in der Videobeschreibung, da habe ich dir ein Video verlinkt, da habe ich mal gezeigt, wie man sich das ganze Alphabet ganz einfach auf Banners craftet. Da gibt es ja auch ein Webstuhl und alles, ne, womit man das eigentlich alles sehr schnell gebastelt bekommt und sich dann sein Gebäude damit zu verzieren. Zu guter Letzt wollen wir noch mal einen kleinen Abstecher in unser McDonald's machen, für den einen oder anderen, der sich vielleicht auch noch ein bisschen einrichten möchte. So, dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Ich habe versucht, das Ganze sehr modern zu gestalten, wie halt heutzutage jeder McDonald's innen drin auch gestaltet ist. Natürlich hier vorne unser schöner Essbereich, natürlich hier eine moderne Einrichtung halt, wie man sich hier überall platzieren kann. Auch schon die neuen Eisengitter gleich mal verwendet für die Tische. Mega schöne Optik mit den Eisengittern, kann ich nur empfehlen, weil die verbinden sich ja nicht mit Wände und so, ne? Das ist schon schick. So, dann gehen wir natürlich hier einmal vorne natürlich ganz klar die Kasse. Darüber haben wir natürlich unsere Speisekarte, was man sich hier alles so ein bisschen bestellen kann. Natürlich für unsere Kleinen gibt es natürlich auch Happy Meal Spielzeug. Oh, guck mal, was haben wir heute? Ein paar Zombie-Köpfe und Creeper-Köpfe, die man sich, sag ich mal, so bestellen kann. Andernfalls gibt es natürlich hier auch noch eine Getränkeabteilung. Ne, ihr kennt das ja, könnt ihr euch einfach ein bisschen, was ich fand da, irgendeine Limo und Wasser natürlich hier einfach mal abzapfen. Und natürlich kann man dann hier auch hinter die Kasse gehen. Hier hat man hinten natürlich noch seinen fetten Grill, seine Fritteuse, ne, wo man seine schönen Pommes sich machen kann. Ja, und dann hast du dein McDonald's eigentlich auch ganz schnell eingerichtet. Ne, ist eigentlich relativ simpel alles gehalten. Hier oben vielleicht auch noch so ein paar neue Angebottafeln, vielleicht irgendwelche Reklamen noch, die man sich hier auf den Schildern noch basteln kann. Oder halt einfach ein paar Lampen sich da oben noch hinsetzen, wie man möchte. Und schon hat man seinen eigenen McDonald's eigentlich super eingerichtet. Und vielleicht machst du auch noch ein bisschen Grünzeug hin und dann passt das Ganze. Ich hoffe, wir sind mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht unser McDonald's da, jetzt kannst du reingehen, einen Burger schnabulieren. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!